Der richtige Transportkorb. Hin und wieder darf der Transportkorb zum Einsatz kommen. Beim Umzug zum Beispiel. Meistens brauchen wir ihn aber für den Gang zum Tierarzt. Wie die ideale Katzentransportbox beschaffen sein soll, erfährst du jetzt. So ein Teil sollte zur Grundausstattung gehören, denn die Katze mal flugs auf den Arm nehmen und los geht die Fahrt ist eine denkbar ungünstige Idee. Weder du noch die Katze ist im Auto gesichert. Passiert ein Unfall, weil die Katze umherturnt und du abgelenkt bist, ist das nicht nur gefährlich für euch beide, sondern deine Versicherung bezahlt keinen Cent. Da ein Transport zum Tierarzt sicher und entspannt, aber auch praktisch ablaufen soll, bieten sich leider keine Weidekörbe an. Sie sehen zwar hübsch aus, sie sind aber der Albtraum eines jeden Tierarztes, weil sie nur vorne eine kleine Luke haben und die Katze sich mit allem, was sie hat, innen festkrallen kann und festhakt und kaum aus dem Korb zu holen ist, ohne sie quasi herauszuschütteln. Die meisten Körbe aus Weidengeflecht sind zudem klein und mit der Luftzufuhr ist's geht so. Außerdem lassen sie sich nur schwer reinigen. Damit sich die Katze nicht zu beengt fühlt, sollte die Transportbox so beschaffen sein, dass sich die Katze darin umdrehen kann. Ideal ist demnach eine Box, die etwas breiter ist, als die Katze in der Länge misst. Ausreichend Platz ist wichtig. Zu groß sollte die Box jedoch auch nicht sein und so eng natürlich auch nicht. Eine Transportbox zum Beispiel für Hunde ist meist zu groß. Außer du hast einen Stubentiger in der Größe einer Maine Coon. Babykatzen können bereits in einer Box für erwachsene Katzen reisen. Die Kleinen werden so schnell groß. Gewöhne dein Baby von klein auf an den Transportkorb. Damit hast du schon viel Entspannung gewonnen. Es gibt Tragetaschen aus Nylon mit einem festen Boden. Diese lassen sich für den Menschen zwar gut tragen und haben den Vorteil, dass sie sich sowohl von oben als auch von der Seite öffnen lassen. Für ausreichend Luft sorgen Netzeinsätze. Sie lassen sich verhältnismäßig gut reinigen. Dennoch ist das nicht das Transportmittel meiner ersten Wahl, denn für die Miete darin ist es eine instabile, wackelige Angelegenheit. Taschen sind eine unsichere Variante, wenn sie textile Wände haben. Die Tasche bietet der Katze keinerlei Halt und Mieze fühlt sich noch unsicherer. Robust, leicht zu handeln, sicher und einfach zu reinigen. Da eignet sich eine Transportbox aus Plastik am besten. Ich bin grundsätzlich bei allem immer für Naturmaterialien. Hier jedoch bin ich eindeutig ein Fan von starkem Kunststoff, weil er stabil und leicht sauber zu machen ist. Lege eine weiche Decke hinein, die du vorher mit einer Wickel- oder Inkontinenzunterlage umwickelst, falls die Katze mal Pipi muss. Für Kitten eignet sich von Anfang an eine Transportbox in Erwachsenengröße. Die kleinen Kätzchen werden schnell größer und können sogleich ihre Erfahrungen mit dem Reisegefährt machen. Gewöhnt man die kleinen Katzen früh und schonend daran, kann man stressige Situationen für Katze und Mensch vermeiden. Eine gute Box ist hochwertig verarbeitet und hat keine scharfen Stellen, Ecken und Kanten, an denen sich Mieze verletzen könnte. Eine Katzentransportbox mit zwei Öffnungen ist ideal. Und zwar eine Gittertür oben und eine Gittertür vorne. Über die Tür oben lässt sich die Katze leicht ein- und wieder auspacken. Es ist praktisch, wenn sich die Katzenbox in der Mitte in zwei Teile trennen lässt. So kann der Tierarzt deine Mieze leicht herauspflücken und es hat Vorteile für dich bei der Reinigung der Box. Außerdem hat deine Mieze genügend Luftzirkulation und somit freien Atem. Ich persönlich bin der Meinung, dass jede Mieze eine eigene Box haben sollte, außer Babykätzchen, und nicht gemeinsam in einem Korb zum Tierarzt gebracht wird. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Ich persönlich transportiere meine Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen in einem Plastiktransportkorb, wie beschrieben, auf dem Beifahrersitz des Autos. Dort schnalle ich sie mit dem Gurt an und führe diesen durch den Tragegriff des Transportkorbes. Neumodische Transportkörbe haben ja allerlei Schnickschnack. Für diese Spielereien wie Trink- und Futternapf oder eine Wanne für den Urin habe ich jetzt nicht so den Sinn. Zumindest nicht, wenn die Box ausschließlich und nur selten für den Transport zum Tierarzt genutzt wird. Achte auf Stabilität und hochwertige Verarbeitung und gib lieber etwas mehr Geld für einen guten Transportkorb aus. Es soll bestenfalls eine Einmalanschaffung sein, die lange hält und gut handelbar ist für alle Beteiligten.
Wie du deine Katze an den Transportkorb gewöhnst, erfährst du in meinem Video, wie du deine Katze stressfrei in den Transportkorb bekommst. Gutes Gelingen und alles Liebe, deine Tanja Hansen.